Hallo Welt, da sind wir wieder. Mit Hups. Oh Hups. Und ich denke, wir sind überladen. Nein, sind wir nicht, ausnahmsweise. Ich fürchte, die Ameisen sind immer noch in unserem Lager. Jetzt haben wir aber hier einige Sachen aufgebaut in der letzten Folge. Vielleicht können wir sie überlisten und sie kommen dann hierhin. Ich meine, so viele Ameisen kann es ja wohl nicht geben, oder? Haben wir Durst? Ja, wir haben. Hups hat Durst. Lecker Nektar für Hups. Ja, jetzt gehen wir aber noch mal gucken, ob wir hier noch etwas finden für uns. Zum Trinken, zum Mitnehmen. Und tatsächlich... Naja, okay, das ist nicht wirklich viel. Oh, das sieht schon besser aus hier. So viel Nektar. Können wir die Ameisen nicht weglocken mit all dem Nektar, den wir hier sammeln zum Beispiel? Also wenn wir demnächst hierher gehen, sollten wir Blätter und sowas mitnehmen. Steine liegen hier wohl auch nicht so viele rum. Auch da könnten wir vielleicht ein paar mitnehmen, damit wir diese Teile hier fertig bauen können. Ja, wir haben ja immer noch nicht das gute Werkzeug, aber irgendetwas sagt mir, dass wir das gute Werkzeug eines Tages schon bekommen werden. Und dann können wir hier in die Großproduktion, was Material angeht, gehen. Oh, so viel Nektar, wie schön. Dieser Ort ist echt nicht schlecht. Wir werden überall, ich habe mir überlegt, wir werden den ganzen Garten zubauen, wir werden überall... Häuser, ganze Städte, Imperien werden wir errichten. Und wir werden quasi eine Welt in der Welt schaffen. Ah, da ist so viel geplant, so viele Ideen. Ich bin gespannt, was wir noch alles bekommen. Wir müssen bekommen. Stichwort bekommen. Wir müssen erstmal die Baupläne bekommen, die restlichen noch. 5000 Punkte brauchen wir dafür und wir haben schon 1290 Punkte. Irgendwas stimmt hier mit meinem Bobschutz, nicht? Habe ich den Eindruck? Punkte. Okay, ich höre schon auf. War nur ein Test jetzt. Das ist nicht die Net. Das ist nur ein Test. Nein, das hatten wir schon. Das kommt. Das ist eine andere Serie. Warum sammeln wir hier die ganzen... die Fasern hier, Pflanzenfasern? Weil wir es können, weil wir es können. Immer her damit. Oh, und hier haben wir zum Beispiel trockenes Gras. Ja, das brauchen wir doch. Aber da drin sind auch diese Bombardierungskäfer. Irgendwo hocken die da drin. Ja, so einen müssen wir uns auch noch schnappen und mal gucken. Wir werden in den nächsten Folgen, also nicht nur bauen, da sind ja jetzt sowieso die Ameisen-Soldaten. Die lassen uns ja nicht weiterbauen. Nein, nein, wir werden nochmal erkunden. Wir werden nochmal gucken, was sagt die Karte hier. Ich habe mir mal überlegt. Wir haben ja als Aufgabe, das sieht man jetzt nicht als Aufgabe, jetzt sieht man es, Fallen Oak Branch, also den gefallenen, den abgebrochenen Eichenast, der soll irgendwo sein. Und wenn wir auf die Karte mal gucken, dann sieht das hier doch verdächtig wie ein abgebrochener Ast aus, oder? Ich meine, wir sehen nirgends einen Baum. Aber wenn das hier nicht nach einem Ast aussieht, ja wonach denn dann? Ein Fluss könnte es eigentlich nicht sein. Es könnte vielleicht eine Schlucht sein. Egal, da werden wir wahrscheinlich mal hin in die Richtung. Ich weiß nicht, ob wir das in dieser Folge schon machen, aber wir sind ja schon auf dem Weg. Also irgendwie die Richtung stimmt so halbwegs schon mal wenigstens. Wir wollten aber was anderes haben. Ja, wir wollten Lehm haben. Und ganz genau, gegen die Ameisen wollte ich auch was unternehmen. Nämlich, ich wollte mehr von diesen Spikes aufstellen, von diesen Fallen. Die halten nämlich vielleicht die Ameisen ab. Das Problem ist, dass wir selber auch ganz gerne mal da reinlaufen. Und wie sieht das denn dann aus? Oh, hoppla. Hups, wollte ich sagen. Ich muss mir das umgewöhnen. Hier kann ich ruhig Hups sagen. Sonst sage ich hoppla, vielleicht öfter. Oh, alles voll. Können wir gar nichts mehr stapeln? Doch, da passt noch gut was rein.
Gut, gut, gut. Aber den Nektar, wo packen wir den denn rein? Kein Platz mehr für Nektar, was? Ja, hier ist doch noch ganz viel Platz für Nektar. So viel Nektar müssen wir nicht dabei haben. So, wenn wir 5 mitnehmen, dann sind wir schon sehr gut bestückt, finde ich. Und Pilze nehmen wir ein paar mit. Diese Archon Shells brauchen wir, glaube ich, nicht unbedingt. Ja, genau. Wir wollten Lehm holen. Clay. Und einmal gucken. Ja, hier haben wir schon was gesammelt. Die Dinger sind ja super. Hydration is the key to performance. Ganz genau. Die Dinger sind ja echt spitze. Hier ist ein Stein. Ich dachte, das wäre Wasser. Ja, die Teile hier, die kriegen wir einfach nicht voll. Huh? Also, wir haben es genau drunter gestellt. Da oben war mal ein Tautropfen. Da hätten wir uns doch ein bisschen was genehmigen können. Und da hätte schon längst was drin sein können. Wir müssen wahrscheinlich selber was einfüllen. Das ist vielleicht der Trick dabei. Und dann können wir uns aussuchen, was wir da einfüllen. Was brauchen wir denn überhaupt hierfür? Ach, dafür brauchen wir diese Grub Goop. Was auch immer Grub Goop ist. Ich denke, es hat was mit diesen Larven zu tun, mit diesen Maden, die da uns schon angegriffen haben. Ja, und wir sehen zu, dass wir, bauen wir weiter. Die bringen uns ja alles durcheinander ansonsten. Bauen wir weiter oder gucken wir... Okay, hier sind keine Pusteblumen, also denke ich mal, wir werden Richtung Ast laufen, ja? Richtung Ast laufen. Und wenn ich hier mal in unser Crafting-Menü gucke und wenn wir uns hier mal den Trailmarker angucken, dann sehen wir brauchen 2 von diesen Sprigs, also ich sag mal Sprösslingen. Dann brauchen wir Pflanzenfaser 2-mal, das finden wir überall unterwegs. Und wir brauchen 1-mal dieses Cloverleaf, dieses Kleeblatt. Sollten wir alles unterwegs finden, also auf. Aber wir machen uns gleich schon mal die Taschen voll mit dem, was wir da wollen, mit dem, was wir da brauchen vielmehr. Können wir denn einfach so losziehen? Genau, was nämlich die nächste Frage wäre, was brauchen wir hierfür? 3 Kleeblätter und 2 Sprigs. Kleeblätter nehmen wir also noch mal ein paar mehr mit. Schaden kann es also nie. Man sollte immer ein paar Kleeblätter in der Tasche haben. Überlebenstipps. Immer Kleeblätter dabei haben. Glücksklee. So, noch ein bisschen. Kann ja nicht schaden. So ein Stack, so einen ganzen Stapel können wir euch mitnehmen. Was sagt unsere Axt? Unsere Axt ist ja bald hinüber. Aber egal. Es ist noch früh. Ich denke, die Spinnen, die werden noch schlafen. Hoffe ich mal. Ah ja, und die können wir auch schon mal einsammeln hier. Die brauchen wir eh. So. Die Sprösslinge. Und zur Reparatur vielleicht ein bisschen Harz, Baumharz. Ach, guck an, hier oben kann man auch rauflaufen. Das ist nicht grundlos. Also ich glaube, die haben das schon gebaut. Damit man... Oh, hoppla. Damit man da oben irgendetwas findet. Haben wir unseren Gleiter nicht? Nö, doch, haben wir. Oh Mann, das war zu schnell, oder? Entschuldigung. Ich versuche, was für die Augen zu machen, auch für euch. Also gucken wir etwas länger hier drauf. Ja, den Gleiter haben wir. Und wir sind auch ausgerüstet. Ach Gottchen. Wir können auch diesen Ast hier nehmen. Kein Problem. Wir nehmen alle Äste, die uns im Weg liegen. So, warum schicken sie uns hier rauf? Warum können wir hier oben hochgehen? Oh, was ist das denn? Da ist aber was Schnelles. Oh, eine Spinne. Aus irgendeinem Grund können wir hier hin. So, unser Scap sagt nichts. Unser Scap ist ruhig. Die Spinne ist da. Die ist nicht ruhig. Hochklettern können wir nicht. Ja, aber was machen wir dann hier oben? Auto gespeichert wurde. Das Auto wurde gespeichert.
Ein Schneckenhaus, das kennen wir schon. Das nehmen wir mal mit. Nee, das kicken wir mal weg. Da wächst vielleicht noch was draus. Ja, hier liegt auch überall Zeug. Ich denke, das war wohl der Marienkäfer, der das hier so abgewüstet hat, alles. Ja, das ist gut. Pilze wollen wir auch... Jo, klar, wenn wir schon mal hier sind, nehmen wir auch gleich ein paar von diesen schönen Pilzen hier mit. Ah ja, die Milben sind auch wieder da. Wow, was ist denn das? Guckt euch das... Ach, das sind die Maden. Wir bräuchten eigentlich Madendinger, aber das sind mir zu viele jetzt. Die sind ja wohl verrückt. So viele Maden schicken sie uns. Eine wäre schon zu viel. Die können springen und alles und zwicken. Ich dachte, das wäre jetzt ein Tausendfüßler oder so sah das erst aus, aber das ist eine ganze Horde Maden. Larven, Maden. Na, suchen Sie uns einmal. Oh, der Käfer auch. Alles auf uns hier. Wir haben doch nichts getan. Was sagt unsere Karte dazu? Die Karte sagt, wir sind weit ab vom Weg. Hier vorne liegt aber auch so etwas. Ah, weit ab vom Weg. Wir müssen also darüber. Wir sind schon dran vorbeigelaufen. Ja, dann. Hopp, hopp. Alarm! Wir werden den ganzen Wald hier, die ganze Wiese werden wir abhacken eines Tages. Wird hier gar nichts mehr sein. Ah, da vorne, seht ihr? Da oben, Eichenblatt. Ich denke, das ist unser Ziel. Ich denke mal, da dürfen wir hin. Und ich denke mal, wir sind hier gerade an so einem schönen Tümpel. Da bekommen wir etwas Lehm. 8. Oh, das dauert. Lehm ist gar nicht so einfach zu bekommen, ha? Huh? Was haben wir denn hier? Eine Faser für uns. So ein großer Haufen Lehm. Wenn wir uns daraus irgendwie ein Haus bauen wollen, dann brauchen wir 10 Jahre. Wenigstens 10 Jahre. Wow, das ist aber wieder schön. So viel. Ich meine, hier hätten wir ja Lehm in der Ecke. Vielleicht sollten wir uns immer das nehmen, was wir da gerade finden und daraus dann Gebäude bauen. Ist bald kaputt, unser Spaten hier. Drüben ist noch mehr Lehm. Jetzt sind wir einmal hier. Ich weiß, das lenkt uns ab. Und wir hatten eigentlich was anderes vor, aber hier ist doch gerade mal Lehm. Und was sagt unser Inventar eigentlich dazu? Unser Inventar sagt, wir können noch ordentlich was einsammeln, ja. Klei. Was wir haben, das haben wir. Und das brauchen wir dann nachher nicht zu besorgen. Auto gespeichert schon wieder.
Na, ich denke, soweit das Auge reicht, war es das erstmal mit Lehm. Vermutlich, wenn wir weitergehen würden, würden wir da mit Sicherheit auch noch was finden, aber das soll uns erstmal reichen, oder? Ja, das reicht für ein paar Schaufensterpuppen wird das schon reichen. Genau. Hier ist was in der Nähe. Da, hier könnte man aber auch gut bauen. Hier sind auch schöne Baumaterialien. Ich weiß nicht, ob wir hier schon etwas aufbauen sollen, diese Art. Haben wir gemacht? Haben wir? Nein, 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 nein! Wow, auch die noch! Das ist ja übel! Wir sind tot! Nein! Die Spinne hockt auf unserer Tasche! Oh nein, die plündert unsere Sachen! Was will sie mit Lehm? Vielleicht ein Haus bauen? Vielleicht einen Lehmmann bauen? Schnell hier rein! Wow! War das eine gute Idee? Kommt ihr rein? Ihr kommt hier nicht rein? Okay! Wir haben ein sicheres Versteck hier drin, hätten wir das Ding aufbauen sollen. Oh Mann! Die kommt ja doch hier rein! Lasst mich raus! Oh! Unsere Hups ist Hups gegangen! Hey, Moment! Was? Oh nein, das gibt's doch nicht! Warum sind wir denn hier jetzt? Ich werd verrückt. Wir hatten doch den Spawnpunkt schon da oben gesetzt. Ach, die hat das Ding kaputt gemacht bestimmt. Ja, die wird's kaputt gemacht haben. Oh ja, dann ist es kaputt. Dann ist das natürlich nicht so schön. Marienkäfer, hilf uns! Oh nein! Ha, eine schöne Höhle. Wären wir hier in Sicherheit? Oh, was haben wir denn hier? Was ist das? Ah, nur ein Käfer, hä? Huh? Rodden Larva Blade, guckt mal. Wir haben es aus dem Stein gezogen. Wir sind... Wer ist das? Merlin? Arthur? Artus, Ritter der Tafelrunde. Nein, ich glaube nicht. Aber ich glaube, ich weiß, was ich meine. Ah, sie ist weg. Okay. Oh Mann, hier krabbelt's überall. Alles andere als gut ist das, finde ich. Was ist das denn hier? Okay, übersichtlich ist es hier. Übersichtlich, das ist gut. Aber für Spinnen auch, die sehen uns sofort. So, sofort mal wieder anziehen. Wir brauchen mehr Power. Wir brauchen mehr Gleitkraft. Und wir brauchen Schutz. Mehr Schutz. Noch mehr Schutz. Ja, die Spinne ist da unten und hat ihre kleinen Spinnen auch noch da. Schaut euch das an! Ha! Oh nein, irgendetwas fehlt.
ausgerechnet das Ding fehlt. Davon haben wir so viele zu Hause rumliegen. Wir haben doch genug mitgenommen davon. Hat die Spinne uns vielleicht was geklaut davon? Das ist der richtige, oder? Ach, Mann. Da fehlt uns ein Teil. Oh, und da sind überall Spinnen hier um uns herum. Zup, da haben wir es. Zurück. Hoffentlich lassen sie uns nochmal so rauf. Ungesehen. Ach, ungesehen. Vorsicht, Spinne! Ich sag's jetzt nur schon mal. Als Warnung. Ja, bitte nicht! Das darf doch nicht wahr sein. Gänsehaut. Aber warum? Ach so, die hat das kaputt gemacht, das andere. Darum kommen wir hier immer wieder raus. Ach, Menno. Olle fiese Spinne. Wo ist denn das Ding jetzt? Da, total die andere Richtung. Das hätte ich ja gar nicht gedacht. Orientierung. Ja, ach, wenn wir da irgendwo starten, im Nirgendwo, ach meine Güte. Aber gut zu wissen, dass unser Koffer noch da ist, mit unseren, naja, normalerweise wären da Kumpels drin von uns. Lasst mich durch, ich hab's eilig. Ah, die Tasche liegt jetzt aber da, wo wir auch hinwollen. Schon am richtigen Platz. Lecker Würstchen wieder. Da bekommt man richtig Hunger, wenn man das sieht. So ein großes Würstchen. Ah, da könnte ich den ganzen Tag von zehren. Vielleicht können wir ja hier irgendwie raufspringen. Ja, ich glaube, das ist nicht dafür gedacht. Wir sind aber langsam, wenn wir schleichen. So, erstmal weg. Wow. Hier sind nur diese Milben. Oh, aber ordentlich Milben. Wir kommen ja gar nicht dazu, uns anzuziehen. Ein Apfel und so. Oh, was fehlt? Sowas hier. Was fehlt uns jetzt für oben? Immer noch? Nein, davon können wir noch mal zwei mitnehmen. Hier wachsen ja so viele. Ach so, Spawnpunkt natürlich. Gut. Ich hoffe, das Ding wird dann auch keiner kaputt machen. Nichts drin. Ich wollte ja nur gucken. Mehr wollte ich doch gar nicht. Lasst mich. Ups. Wie kommen wir denn hier rauf? Wollen wir überhaupt auf den Ast? Wir haben doch gefunden, was wir suchen sollten. Alles am Krabbeln. Hier kann man aber sterben schnell.
So, jetzt. Wir brauchen das hier, den Gleiter. Schutz. Mehr Kraft. Und noch mehr Schutz. Schutz? Da, Schutz. Koste es, was es wolle, diesmal schaffen wir es. Genau. Wow, Minischmin. Wow, mach das Ding fertig. Okay, das reicht. Und nu? Nu sollten wir, also ich würde dich hier ein bisschen mehr Ruhe, würde ich ganz gerne... Die Folge beenden, genau. Wir sind am Ende der Folge. Ich bedanke mich für euer Zusehen, für eure Kommentare und für eure Likes. Daumen hoch für euch. Macht es gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.